So, guten Morgen. Hier ist der Bärbel. Ich habe gestern ein Video eingestellt, Sprossen und Keimlinge wieder weitermachen. Ich habe hier mein Sprossenhaus, mein dreiteiliges. Unten ist der Deckel und drei Schalen. Ich habe das vor 2, 3 Jahren bei Dinnert Gärtnerei gekauft. So, meine Gläser, wo ich gestern meinen Samen eingeweicht habe, habe ich gestern Abend noch abgegossen, durchgespült und die Flüssigkeit ist hier drinnen von den Samen. Das ist sehr gutes Blumenwasser zum Stöckegießen, Blumengießen. Damit kann man viel erreichen. So, ich habe jetzt das erste Glas genommen, habe den Samen in einem Sieb reingetan. Bei dem Sprossenhaus habe ich unten einen Deckel, wo ich dann alles durchspülen kann. Den Samen kommt in die unterste, wird hier reingegeben, verteilt und dann stelle ich das zu mir rüber. So. Und so mache ich das mit allen drei Samen, was ich gestern eingeweicht habe, mache ich das weiter. Tschüss. So, seht ihr nochmal, ich habe das hier ein bisschen breit gelegt, den Samen. Und die nächste Schale kommt jetzt oben drauf. Und so verfahre ich jetzt mit allen meinen drei Gläsern. So, und in den nächsten Tagen werde ich meine Gläser genauso bestücken, wie ich das euch gestern gezeigt habe, mit Samen, Sprossensamen, der im Glas gemacht werden kann. Und ich muss jetzt meinen Sprossenturm jeden Abend und jeden Früh oder frühen Abend einmal mit Wasser durchspülen. Die Samen dürfen nicht austrocknen, die müssen immer feucht sein, dürfen aber auch nicht im Wasser stehen. So, wenn ich ernte, zeige ich euch das jeweils wieder, was ich geerntet habe. Tschüss und einen schönen Sonntag und einen zweiten Advent noch wünsche ich euch.